Lieber Tobias Lapp, wir haben uns ja auf Du geeinigt. Dr. Tobias Lapp ist der richtige Name, wenn man es ganz genau nimmt. Du bist Physiker. Mhm. Wie kommt man dazu, eigentlich Physik zu studieren? Fangen wir mal ganz einfach das so grundlegend. Was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet Physik zu studieren? Wahrscheinlich, weil du Physik in der Schule so gut konntest. Ich fand Physik schon immer spannend, auch in der Schule, das ist richtig. Ich hätte aber mir auch andere Sachen vorstellen können. Also ich hatte auch mal vor, Psychologie zu studieren. Fand da gerade ABO, also Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie, fand ich sehr spannend. Und dann habe ich während dem Zivildienst eine Freundin in Jena besucht, die da studiert hat, und habe mir für 2 Tage einfach mal so ein paar Psychologieveranstaltungen angeguckt. Und weil dann noch Zeit im Stundenplan war, bin ich auch in ein paar Physikvorlesungen reingegangen. Und dann passierte, was ich nicht erwartet hatte. Die Psychologieveranstaltung fand ich alle irgendwie ein bisschen komisch und hatte das Gefühl, die diskutieren erst These A und dann Antithese A und dann wissen sie auch nicht weiter. Und dann war ich zwischendurch in den Physikveranstaltungen und ein Physikprofessor schrieb die ganze Tafel voll mit irgendwelchen Formeln. Keiner verstand, was er wollte. Aber das fand ich irgendwie cool. Dann merkte ich, ja, da bin ich zu Hause, das macht mir Spaß. Und also bist du eher so ein Typ, der sagt, ich brauche das ein bisschen geradeaus. Ja, nein und nicht so, es könnte so sein und es könnte auch anders sein. Höre ich das so richtig raus bei dir? Ja, weiß ich nicht so. Also mich interessieren vor allem, sag ich mal, komplexe Systeme. Mhm. Wenn Dinge kompliziert sind, das finde ich total spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Also von daher würde ich nicht sagen, ich bin jetzt nur der Fan von einfachen Antworten und Schwarz-Weiß-Denken. Auf der anderen Seite ist es, sage ich mal, typisch für Physiker, dass sie die Dinge auch ergründen wollen und wissen wollen, wie ist es denn jetzt wirklich. Und mit so einer Aussage, könnte so sein, könnte aber auch so sein, reißt man jedenfalls keinen Physiker vom Hocker. Also so doch ein bisschen, es muss eine klare Linie drin sein. Gleichzeitig sagst du von dir, ich bin Christ. Habe ich zumindest aus dem Vortrag gerade so mitbekommen. Wie kriegst du das überein? Weil der christliche Glaube, sag ich jetzt einfach mal, sagt doch sehr oft, es könnte so oder so sein. Also die Geschichte kann man so verstehen oder auch anders verstehen. Und dann du als Physiker, der dann sagt, nein, eigentlich möchte ich aber doch ein bisschen eine klare Linie haben und nicht so dieses, es kann so oder so sein. Wie kommst du mit beiden zurecht? Also ich finde erstmal wichtig wahrzunehmen, dass die Bibel in den grundlegenden Fragen eine ziemlich klare rote Linie hat und in den entscheidenden Punkten sehr, sehr eindeutig ist. Mhm. Und auf der anderen Seite aber in Zweit-, Dritt- und Viertrangigen Fragen eben auch nicht so festgelegt ist und man die Fragen auch aus den Texten sehr unterschiedlich beantworten, interpretieren kann. Und von daher glaube ich, dass die Bibel und auch Interpretation der Bibel überhaupt nicht beliebig ist, sondern schon relativ klar von den Texten her ist, wohin die Reise gehen muss. Man aber trotzdem in Detailfragen auch zu unterschiedlichen Auffassungen kommen kann. Da habe ich kein Problem mit. Am spannendsten finde ich die Erfahrung, dass Gott durch diese Texte einfach immer wieder spricht, auch zu mir immer wieder spricht, dass ich es immer wieder erlebe, wenn ich die Bibel aufschlage und einen Text lese, sei es einen, den ich nicht so gut kenne oder einen, den ich schon gut kenne, dass mir immer wieder Sachen aufstoßen oder ich an irgendwelchen Worten, Sätzen hängen bleibe und merke, Mensch, hier spricht Gott mich direkt an. Immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich bleib mal beim ersten, wo du gesagt hast, da gibt es sowas wie einen roten Faden. Und ich bin mal jetzt so dreist und frage, was ist für dich dann der rote Faden, der durch die Bibel geht? Wo sagst du, das ist das Stringente in dem, was ich in der Bibel entdecke? Ich würde sagen, so das sind mehrere Sachen. Ein entscheidender Punkt ist, dass sich Gott bei Mose am brennenden Dornbusch offenbart als ein Gott, der für die Menschen da ist. Er stellt sich damit vor, dass er sagt, ich bin da, ich bin für dich da, ich bin für euch da. Und diese Botschaft zieht sich durch die ganze Bibel durch und die zieht sich auch ins Neue Testament durch. Und die kann man eben auch dann durchbuchstabiert sehen, wenn man sich anguckt, wie Jesus
mit Menschen umgegangen ist, was er gesagt hat, da merkt man es ganz konkret, dass Gott in Jesus da ist für uns Menschen, für die Menschen auch, die damals gelebt haben. Und dann eben das Versprechen, über den Tod hinaus eben auch für uns da zu sein, dass es noch eine Hoffnung gibt, die über dieses Leben hinausgeht. Und von daher ist dieser Selbstauskunft Gottes, mein Name ist, ich bin für dich, ich bin für euch da, ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht. Du sprachst gerade so ein bisschen davon, dass du sagst, in meinem Leben habe ich das entdeckt oder erfahren, dass Gott da ist. So habe ich dich zumindest gerade verstanden. Ist immer eine sehr intime Frage auch, wenn man über seinen eigenen Glauben erzählt. Aber vielleicht kannst du, willst du ein bisschen erzählen, wo du sagst, da habe ich Gott in meinem Leben erfahren? Gibt es da etwas, was du so mitteilen könntest? Ganz, also ich habe immer wieder bei verschiedenen Projekten zum Beispiel erlebt, wo die Randbedingungen erstmal so waren, dass man oder dass ganz viele sagten, das kann doch überhaupt nichts werden, das geht gar nicht, dass man sowas macht. Wo ich dann erlebt habe, dass Gott Türen geöffnet hat, Möglichkeiten geschaffen hat, mit denen vorher kein Mensch gerechnet hat, sodass sich dann neue Dinge entwickelt haben. Zum Beispiel, ein Beispiel, als ich Jugendlicher war, haben wir im CVJM, damals eine Tenzing-Arbeit gegründet. Da waren vorher auch ganz viele skeptisch in dem CVJM, ob man das machen soll. Und dann Stück für Stück haben immer mehr Leute sich dafür entschieden. Und dann gab es mehrere Sachen, an denen es hängte, dass bestimmte Mitarbeiter fehlten oder man Räumlichkeiten für eine Eröffnungsveranstaltung brauchte und wo dann kurz vor knapp gerade noch rechtzeitig auf einmal ja, Mitarbeiter aufgetaucht sind, sich irgendwie Möglichkeiten organisatorischer Art auf einmal ergaben, dass man das machen konnte. Oder ein anderes Beispiel, vor ein paar Jahren haben wir mit dem CVM Göttingen eine Jugendgemeinde in Göttingen gegründet, eine ökumenische Jugendgemeinde, wo Katholiken, Freikirchler, Landeskirchler, reformiert und lutherisch zusammenarbeiten und haben da jetzt auch einen Jugendreferenten beziehungsweise inzwischen eine Jugendreferentin eingestellt. Als wir das Projekt vor ein paar Jahren beginnen wollten, sagten erst alle, wie soll das denn gehen? Die Kirche ist überall am Geld einsparen. Alle zanken sich darum, wo irgendwo noch eine halbe Stelle gekürzt wird. Und ihr wollt jetzt auf einmal da einen Jugendreferenten oder Jugendreferentin einstellen und was Neues beginnen, das kann gar nicht sein. Und dann haben wir erlebt, wie Gott dafür gesorgt hat, dass die finanziellen Mittel zusammenkamen, dass man auf einmal jemanden anstellen konnte, Räume hatte, die schön gestalten konnte und da jetzt Jugendliche über Konfessionsgrenzen hinweg, teilweise über Grenzen des Kirchenkreises hinweg zusammenkommen können, um Gottesdienst zu feiern. Gott öffnet Türen. Willst du das so in einem Satz? Ja. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Teil, was du mitgebracht hast beim Vortrag. Fand ich faszinierend. Von dem du gesagt hast, oder an dem du sehr schön deutlich gemacht hast, wie chaotische Systeme funktionieren. Und eben demonstriert hast, dass wenn man da nur ein ganz kleines bisschen dran tippt, verändert sich das ganze System. Darf ich das so verstehen, dass du sagst, Gott hat in deinem Leben mal so ein bisschen ab und zu mal dagegen getippt und hat Sachen dadurch verändert? Darf ich das so verstehen? Das wäre eine Denkmöglichkeit, das so zu verstehen. War für mich sehr einleuchtend. Für mich auch sehr einleuchtend, diese beiden Sachen, dieses Metronom, wo es ja gerade darauf ankommt, dass es genau immer gleich ist, der Takt gleich bleibt, als Beispiel für ein Weltbild des 19. Jahrhunderts zu haben, wo die Leute gesagt haben, jetzt haben wir es endlich, wir haben alle naturwissenschaftlichen Gesetze, und können jetzt endlich alles erklären, haben für alles eine Erklärung und alles ist klar. Irgendwann mal aufgezogen, dieses ganze Ding, vielleicht von Gott. Soweit kann ich dann nach Gott mit ins Spiel bringen, aber jetzt läuft alles schön ohne Gott. Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja. Dagegen das Bild dieses dann auch, sag ich jetzt mal, offenen Systems, wo Gott plötzlich theoretisch zumindestens doch eingreifen könnte in dieses System. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
Das ist mir dadurch sehr schön deutlich geworden. Vielen Dank. Gerne.